Das hier sind die 10 wichtigsten ultrateuren Luxusdüfte. Platz Nummer 1, Xerjoff Cylon. Ein wunderschöner, natürlicher Oud-Duft mit einer Honignote. Platz Nummer 2, Fragrance du Bois Sarah Oud. Einer der schönsten rose Oud-Düfte, die ich kenne, mit einer wunderschönen, pudrig-würzigen DNA. Frederick Malle The Night. Wieder mal ein rose Oud-Duft mit der höchsten Oud-Konzentration, die du im westlichen Raum bekommen kannst. Clive Christian, Jump Up and Kiss Me Hedonistic. Ein super toller Kirschduft. Neffs von Ishane. Ein leicht überteuerter, aber sehr, sehr guter orientalischer Duft aus der Hand von Meisterparfümeur Christian Carbonell, der zum Beispiel auch Erbapura gemacht hat. Telea von Tiziana Terenzi, ein super frischer Wäsche-Weichspüler-Duft mit einem gewissen Preisfaktor. Roger Parfums Diaghilev, der schönste Chypre der Welt. Amouage Interlude 53, der Beast Mode Weihrauchduft mit 53% Parfumöl. Xerjoff Iris, ein Duft mit einem unfassbar hohen Bestandteil an natürlichem Irisöl. Und zu guter Letzt, Freunde, wir wissen es ja natürlich auch, der Kai Porten Parfums Privé Oud 31. Kennst du noch weitere Luxusdüfte, die du mir gerne empfehlen möchtest, dann schreib das gerne in die Kommentare rein.